Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung RR1. Diese Woche ausnahmsweise zweimal online, weil ich am Dienstag eine Überschneidung in einem anderen Termin habe. Und ja, deswegen ausnahmsweise heute die erste Vorlesung schon am Montagabend. Wenn wir Pech haben, werden wir ein paar Unterbrechungen haben, weil meine Kinder noch nicht ganz eingeschlafen sind. Aber das kriegen wir schon hin. Wie immer, vorab ein paar organisatorische Sachen. Wo sind wir? Wir sind angekommen in Woche 2. Wir machen heute weiter mit Spieltheorie, schließen uns heute ab. Bei der nächsten Vorlesung geht es dann direkt rein ins Deliktsrecht. Diese Woche finden auch die ersten Übungen statt. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich mir die Zahlen anschaue zu der Gruppen, zu der Einwahl in die Tutoriumsgruppen, dass die Mittwochstutorien doch arg überbelegt sind und die Donnerstagstutorien noch fast leer. Ich werde keinen zwingen, den Termin zu wechseln, aber sie werden merken, in einem Raum, der für 35 Leute gemacht ist, macht das keinen Spaß, mit 60 Leuten ein Tutorium zu machen. Ne? Und alle leiden drunter. Von daher würde ich alle nochmal bitten, darüber nachzudenken, ob sie wirklich nicht können am Donnerstag oder ob sie einfach nur nicht zu dieser Zeit möchten. Dann wurde ich noch von Herrn Dunst darauf hingewiesen, dass die Tutorien nicht ganz aufgehen. Und zwar... genau das hier, das was wegen Fronleichnam ausfällt, also drittes Blatt für die Gruppe 2, da habe ich nicht vorgesehen, dass es nachgeholt wird, von daher denken Sie jetzt schon mal dran, dass für die Gruppe 2 ist nicht vorgesehen, dass das dritte Blatt behandelt wird, von daher diese Gruppe muss dann entweder muss dann in eine der anderen Gruppen ausweichen. Ne? Also Herr Duns wird hier ist darauf eingestellt, dass hier die Leute von der anderen Gruppe, von der anderen Woche kommen, aber sie können genauso gut in die Gruppen 1 oder 3 wechseln für die Woche. Überhaupt. Sie können so wechseln, wie sie wollen. Ich werden keine Unterschriftenlisten haben. Genau. So, dann wir auf jeden Fall fangen diese Woche schon mal die Tutorien an. Dann habe ich noch Neuigkeiten, was die Klausur angeht. Ich habe jetzt Termine fixiert mit dem E-Klausur-Center. Und zwar haben wir für die erste Klausur den folgenden Termin ausgemacht, der 1. August 2013. Und zwar mit zwei Slots, einmal 9.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Sie sehen, das ist eine 120-minütige Klausur. Und dann von 11.45 Uhr bis 13.45 Uhr. Warum habe ich hier zwei Zeiten angegeben? Der Grund ist ganz einfach. Der E-Klausurenraum, der fasst maximal 75 Leute auf einmal. Und man kann aber dann ja, mit bis zu einer doppelten Gruppengröße eine Klausur schreiben, weil der Raum geografisch separate Ein- und Ausgänge hat. Ne? Das heißt, die ersten 75 Leute schreiben die Klausur und am Ende gehen sie quasi zur einen Seite raus und bei der anderen Seite kommt die zweite Gruppe wieder rein, ne? sodass es da keine Interaktion mehr geben kann. Und gegeben die aktuellen Anmeldezahlen in Moodle, muss ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich mehr als 75 Leute an der Klausur teilnehmen werden. Deswegen zwei Zeiten. Wie wir das handhaben werden, ist so, nach Ende der Anmeldefrist, also 4 Tage vor der Klausur, werde ich alle angemeldeten Leute zufällig auf die zwei Zeiten verteilen und das dann auf Moodle kommunizieren. Und der Nachholtermin für die Klausur ist dann am 9. Oktober 2013 von 9.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Wie Sie sehen, habe ich da erstmal nur einen Slot reserviert. In der Hoffnung, dass nicht mehr als 75 Leute die Nachklausur schreiben müssen oder werden. Und ich sage es gerne nochmal. Bei mir, ich handhabe es grundsätzlich so,
dass sie sich von vornherein zur Nachklausur anmelden können. Ne? Also sie müssen nicht unbedingt bei der ersten antreten und dann sofort abgeben, nur damit sie die Nachklausur schreiben können, sondern sie können von mir aus direkt zum zweiten Termin kommen. Aber ich wiederhole die Warnung, wenn sie erst im zweiten Termin antreten und dann durchfallen, dann müssen sie auf jeden Fall ein Jahr warten, um um den Schein wiederzumachen. Und in einem Jahr wird das wahrscheinlich Herr Wangenheim wieder machen. Und der setzt leicht andere Akzente, sodass sie nicht drumherum kommen würden, die Vorlesungen nochmal komplett neu zu besuchen. Genau. Ort der Klausur ist das E-Klausur-Center in der Kurt-Wolle-Straße 5. Aber ja, zum Ablauf der elektronischen Klausur gibt es sowieso relativ viel zu sagen und das werde ich rechtzeitig nochmal im Detail mit Ihnen besprechen. Ne? Also da gibt es relativ viele Sachen, die zu beachten sind, was die elektronische Klausur angeht. Eine Sache, die ich jetzt nochmal sage, es wird wahrscheinlich auch eine Essay-Frage geben. Und dann, ja, nicht nur Multiple Choice in der Klausur. Und es wird garantiert von Vorteil für Sie sein, wenn Sie 10 Finger schreiben können, wenn Sie 10 Finger tippen können. Jetzt werden mindestens 10 Leute beteuern, dass sie mit ihrem 2-3-Finger-Suchsystem genauso schnell tippen können wie andere Leute, die 10 Finger tippen können. Aber darum geht es nicht. Der Punkt ist, dass Sie, wenn Sie einmal 10 Finger tippen können, nicht mehr auf die Tastatur gucken müssen zum Schreiben. Ne? Und das setzt Gehirnkapazität frei. Genau. Und das Semester ist noch lang. Sie haben noch ziemlich viel Zeit, 10 Fingertippen zu lernen. Ungefähr 2 Wochen. Jeden Abend ein paar Minuten mit einem kostenlosen Programm von Google. Sollte funktionieren. So viel Organisatorisches. Wenn Sie noch was Organisatorisches haben, dann posten Sie es bitte einfach im Moodle-Forum und wenn es was Persönliches ist, einfach eine E-Mail an mich. Jetzt geht es aber weiter mit Spieltheorie. Heute gucken wir uns ein paar vertiefende Themen an. Auch hier gilt mein Literaturhinweis: Google oder YouTube. Was wir heute besprechen, ist alles sehr, sehr Standard. Deswegen gebe ich Ihnen gar nicht irgendeine Angabe an, sondern ja, wenn Sie es irgendwo nachlesen möchten, gehen Sie in die Bibliothek, suchen Sie sich eins der Bücher, die ich Ihnen letztes Mal angegeben hatte, zur Spieltheorie oder irgendein anderes Buch zur Spieltheorie oder Game Theory und lesen Sie im entsprechenden Kapitel nach. Ne? Also das ist wie mit Mathebüchern, da können Sie auch irgendwie ein x-beliebiges nehmen und ja, die Erkenntnisse sind da so standardisiert, dass sie überall das Gleiche lesen werden. So, wir hatten letzte Woche das Konzept des Nash-Gewichts eingeführt und damit sich das hier noch ein bisschen setzen kann, schauen wir uns das hier noch in ein paar weiteren Beispielen an. Hier ein Spiel, das Sie garantiert kennen. Der Fachausdruck ist Matching Pennies, aber Münze werfen ist wahrscheinlich das angemessene deutsche Wort. Wir haben zwei Spieler. Jeder Spieler hat zwei Strategien, nämlich Kopf oder Zahl. Genau, und das Spiel ist so aufgebaut, dass wenn beide Kopf sagen, dann kriegt Spieler 1 die Auszahlung, wenn beide. Sorry, der Tag war lang. Wenn beide Kopf sagen, kriegt Spieler 1 den Payoff. Wenn beide Zahl sagen auch. Und in den anderen beiden Fällen kriegt Spieler 2 die Auszahlung. Okay. Inwieweit das Sinn macht, können Sie sich überlegen oder einfach googeln. Der Sinn hier für uns ist erstmal nur, das Konzept des Nash-Gleichgewichts zu üben. So wie ich das immer mache, ist gerne, sich die besten Antworten zu überlegen. Spieler 1 überlegt sich nun, was denn seine besten Antworten wären, wenn Spieler 2 Kopf spielt.
Wenn Spieler 2 Kopf spielt, ist die beste Antwort von Spieler 1 auch Kopf. Das hier, wenn Spieler 2 Zahl spielt, ist die beste Antwort von Spieler 1 hier unten Zahl. Umgekehrt überlegt sich Spieler 2, wenn Spieler 1 Kopf spielt, was ist dann die beste Antwort? 0 oder 1, die 1. Und wenn Spieler 1 Zahl spielt, was ist dann die beste Antwort für Spieler 2? Kopf. So, Sie sehen schon mal, es gibt erstens keine dominanten Strategien, also keine Strategien, die immer eine beste Antwort darstellen. Und wir haben auch kein Nash-Gleichgewicht, also wir haben keine Situation, in der beide Spieler gleichzeitig eine beste Antwort spielen. Hm? Also bei diesem Spiel haben wir keine Dominanz und kein Nash-Gleichgewicht. Auch solche Spiele gibt es. Dann als nächstes das sogenannte Dekoordinationsspiel. Wie Sie sich vorstellen können, ist das quasi ein invertiertes Koordinationsspiel. Ne? Also von der Struktur sehen Sie, ist es so aufgebaut, dass die hohen Payoffs erreichen die Spieler nur, wenn sie unterschiedliche Sachen spielen. Ne? Also wenn sie Rot und Schwarz spielen oder Schwarz und Rot. Auch hier überlegen wir uns für Spieler 1, was ist die beste Antwort, wenn er weiß, dass Spieler 2 Schwarz spielen wird. 0 oder 1, auf jeden Fall 1. Und hier, wenn Spieler 2 Rot spielt, ist die beste Antwort von Spieler 1 Schwarz. Umgekehrt, wenn Spieler 2 weiß, Spieler 1 spielt Schwarz, ist die beste Antwort von Spieler 2 Rot. Und wenn er weiß, dass Spieler 1 Rot spielt, ist die beste Antwort von Spieler 2 Schwarz. Wir sehen, genauso wie beim regulären Koordinationsspiel, haben wir zwei Nash-Gleichgewichte. Hier und hier. Wir haben keine dominanten Strategien, also es ist nicht, weder Rot noch Schwarz sind immer die besten Antworten, aber wir haben trotzdem zwei Nash-Gleichgewichte. Ne? Nur eben anders als beim Koordinationsspiel, nicht da, wo das Gleiche gespielt wird, sondern wo das Unterschiedliche gespielt wird. Aber im Ergebnis trotzdem die Strategienkombination mit den mit der höheren sozialen Wohlfahrt. Keine Dominanz, aber zwei Nash-Gleichgewichte. Genau. Und wichtig, das Konzept des Nash-Gleichgewichts gibt uns keine Information darüber, welches der beiden Nash-Gleichgewichte zu bevorzugen ist oder welches von und mir aus rationaler ist. Ne? Das Nash-Konzept sagt uns nur, die beide Strategienkombinationen sind rational, weil bei beiden gibt es keinen Anreiz, unilateral abzuweichen. Dann haben wir hier das sogenannte Konvergenzspiel. Das nimmt folgende Form an und wir gehen einfach direkt rein. Wenn Spieler 1 weiß, Spieler 2 spielt A, ist die beste Antwort B. Wenn er weiß, dass Spieler 2 B spielt, ist die beste Antwort immer noch B. Umgekehrt, wenn Spieler 2 weiß, dass Spieler 1 A spielt, dann ist die beste Antwort B. Und wenn er weiß, dass Spieler 1 B spielt, dann ist die beste Antwort des Spieler 2 immer noch B. Sie haben gemerkt, wir haben dominante Strategien, jeweils B, also zwei dominante Strategien. Und wir haben ein Nash-Gleichgewicht, nämlich hier drüben. Ne, wo beide gleichzeitig B spielen. Das ist dann eine gegenseitig beste Antwort. Dann das sogenannte Enforcement Game. Das wird uns gleich noch weiter beschäftigen, aber hier ist erstmal das grundsätzliche Setup. Wir haben einen Täter und einen Polizist und, und wir sehen jetzt zum ersten Mal, sind das nicht die gleichen Strategien, also das ist kein symmetrisches Spiel, sondern Täter und Polizist haben natürlich unterschiedliche Handlungsalternativen. Der Täter kann sich entscheiden zwischen Recht brechen und Recht achten und der Polizist kann sich entscheiden zwischen Kontrolle und Nichtstun. Hm? Ja, und dementsprechend sind dann die Payoffs konstruiert. Ne? Ja, ich denke, Sie verstehen, warum die Payoffs so sind, wie sie sind. Wir gehen direkt rein in die Gleichgewichtssuche.
Wenn der Täter weiß, dass der Polizist kontrollieren wird, was ist dann die beste Antwort für den Täter? Recht achten. Wenn der Täter weiß, der Polizist wird nichts tun, was ist dann die beste Antwort des Täters? Recht brechen. Umgekehrt, wenn der Polizist weiß, dass der Täter das Recht brechen wird, was ist dann seine beste Antwort für den Polizisten? Kontrolle. Und wenn der Polizist weiß, dass der Täter Recht achten wird, was ist dann die beste Antwort des Polizisten? Nichts tun. So, wir sehen, es gibt keine dominante Strategie. Also keine der Strategien ist immer die beste Antwort. Und kein Nash-Gleichgewicht. Ne? Keine Situation hier ist eine gegenseitig beste Antwort. So, und das heißt aber nicht unbedingt, dass es kein Gleichgewicht gibt, denn wir haben noch ein Konzept ausgelassen, das wir jetzt einführen, nämlich die sogenannten Gleichgewichte in gemischten Strategien. Okay, bis jetzt, was wir bis jetzt gesehen haben, sind Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien. Reine Strategien bedeutet, wir spielen auf jeden Fall eine der angegebenen Handlungsalternativen, ne, und die andere ist ausgeschlossen. Gemischte Strategien bedeutet, wir spielen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit alle Strategien. Okay? Und wie das dann aussieht, sehen, schauen wir uns jetzt an. Gehen wir zurück zum Matching Pennies Spiel. Und nehmen wir jetzt mal an, wir hatten ja gesagt, dass es da kein Nash-Gleichgewicht gibt. Jetzt nehmen wir mal an, was wäre denn, wenn Spieler 2 sich stochastisch verhält? Was heißt das? Spieler 2 wirft eine Münze, statt zu entscheiden. Und eine Münze werfen bedeutet, mit einer Wahrscheinlichkeit 1/2 entscheidet er sich für Kopf, und mit einer Wahrscheinlichkeit 1/2 entscheidet er sich für Zahl. Okay? Das ist ein stochastisches Verhalten. Und dann können wir uns überlegen, was ist die erwartete Auszahlung für Spieler 1, wenn er weiß, dass Spieler 2 sich stochastisch verhält. Wir definieren erstmal P. P ist die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler 1 Kopf spielt und dann spielt er mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus P Zahl. Okay? Und dann für den Spieler 1 können wir einfach den Erwartungswert ausrechnen. Wenn er Kopf spielt, und er nimmt an, dass Spieler 2 mit Wahrscheinlichkeit 1/2 und 1/2 hier mischt, dann hat Spieler 1 seinen entsprechenden Erwartungswert weil, ja, hier steht 1/2 mal 1, das kommt von hier zusammen mit dem, und hier ist 1/2 mal 0, das kommt von hier und hier, ne? Also Spieler 1 spielt mit Wahrscheinlichkeit P Kopf. Sorry, das war jetzt falsch. Nochmal. Spieler 1 spielt mit Wahrscheinlichkeit P Kopf. Und dann weiß er, dass Spieler 2 mit einer Wahrscheinlichkeit 1/2 entweder Kopf oder Zahl spielt. Wenn Spieler 2 Kopf spielt, dann hat Spieler 1 1/2 mal 1. Ja. Und mit der anderen Wahrscheinlichkeit 1/2 hat er 0, weil Spieler 2 0 spielt. Und das Ganze hier gewichtet man noch mit P, weil Spieler 1 ja auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nur spielt. Und mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus P spielt er Zahl. Und da haben wir genau den umgekehrten Erwartungswert, weil Spieler 2 mit einer Wahrscheinlichkeit 1/2 Kopf spielt oder Zahl. Wenn wir das alles ausrechnen und auflösen nach P, dann kommen wir auf eine erwartete Auszahlung des Spielers. Ich weiß nicht, ob das hier richtig, das Gleichzeichen hier richtig ist. Nee, wahrscheinlich, also ja, wenn wir.
Sorry, das muss ich nochmal nachgucken. Ist aber jetzt nicht so wichtig, ob das gleichzeitig noch stimmt. Der Punkt ist, wir können uns fragen, vom Bauchgefühl her scheint ein halb gar nicht schlecht zu sein. Und zwar für beide Spieler. Oder ist es so eine intuitive Bauchantwort? Okay. Dann können wir uns fragen, ist denn ein Nash-Gleichgewicht erreicht, wenn beide P gleich einer halb spielen? Ja. Und wie können wir die Frage nach dem Nash-Gleichgewicht beantworten? Naja, wir fragen uns, gibt es einen Anreiz für einen der beiden Spieler, von so einer Situation abzuweichen, in der sie ein halb spielen? Genau, wie finden wir das raus, ob es den Anreiz gibt, abzuweichen? Naja, wir überlegen uns, gegeben, dass Spieler 2 ein halb mischt, was werden denn dann die Auszahlungen, wenn Spieler 1 eine andere Mischung spielt, zum Beispiel ein Drittel, zwei Drittel? Und man wird sehen, Spieler 1 wird sich nie besser stellen.